Wir kommen zum nächsten Beitrag und ich bin mir sicher, dass hierbei den Kunstkennern vor Freude die Augen übergehen werden. Denn in Bad Cannstatt bei Stuttgart hängen alle Meisterwerke, die man sich nur vorstellen kann. Rembrandt, Van Gogh oder Karl Spitzweg. Die großen Meister, die sonst nur verstreut über die ganze Welt zu bewundern sind, hängen im Hotel Pannonia in Reih und Glied und tun so, als ob sie echt wären. Anne Koch hat sich diese kuriose Ausstellung angeschaut. Das ist alles nur geklaut. Echte Fälschungen heißt das Motto der Kunstausstellung im neu eröffneten Hotel Pannonia. Hier hängen seit heute die berühmtesten Gemälde der Welt, garantiert gefälscht. Ob Rembrandt, Renoir oder Spitzweg, ihre Kunstwerke sind seit jeher begehrte Objekte zum Fälschen. Jahrelang ging dem Kunstmarkt viele Werke verloren, weil sie eben durch eine elitäre Schicht erworben werden, um dann schlussendlich zwischen Wertpapieren und Goldbarren in Tresoren eingelagert zu werden. Und ich bin der Überzeugung, Kunst ist für die Allgemeinheit da und nicht nur für eine elitäre Schicht. Also sage ich mir, ich kaufe weltweit Fälschungen ein und verkaufe sie als das, was sie sind, aber in ehrlicher Art und Weise. Alles ganz legal. Jedes Gemälde ist als Fälschung gekennzeichnet, die Formate leicht verändert. Die rund 100 Möchtegern-Originale wurden von Fälschungsspezialisten gemalt und manche haben heute ihren ersten öffentlichen Auftritt. Konrad Kujau, Deutschlands berühmtester Fälscher, wirft seinen Kennerblick darauf. Ich bin eben sehr froh, dass auch mal andere Leute hier Fälschung zeigen, weil das Fälschen, das Kopieren der Bilder, das ist nämlich Kunst. Und viele wilde, viele Kleckser, wie ich sage, die kiloweise Farbe auf Leinwände schmieren, die sagen, sie sind Künstler und die können nämlich sowas gar nicht, weil das stirbt nämlich aus, dieses realistische Malen. Die echten Fälschungen, die sonst im Züricher International Imaginary Museum hängen, sind auch zu echt günstigen Preisen zu haben. Zwischen 2200 und 4800 Mark zahlt man für die falschen Echten. Dieses Bild hat Glanz, ist teilweise auch fixiert, das sehe ich. Das hätte Modigliani nie gemacht. So ist das schon wieder eine ehrliche Fälschung. Ehrlich währt am längsten, Fälscher werden auch weitermalen. Wir haben hier drin einige Bilder, die damals schon eben als echt verkauft wurden. Und ich konnte diese Leute überzeugen davon, dass sie nicht im dunklen Hinterstübchen über Mittelsmänner solche Sachen machen, sondern dass sie öffentlich ihre Sachen zeigen, so dass sie auch dem Kunden, dem Betrachter in die Augen schauen können. Ob echt, unecht oder falsches Original, die Kunstwerke sind handwerkliche Kuriositäten. Ein Muss für Kunstkenner.